Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute, ja, geht's weiter mit der Road to Glory. Aber wir haben ein bestimmtes Thema, über das wir in diesem Video reden wollen. Und das ist zwar Squad Battles. Ich werde in diesem Video ein bisschen darüber reden, ja, warum das wirklich auch profitabel ist und wie man das Maximum daraus holt. Aber bevor ich darauf eingehe, zeige ich euch noch ein bisschen, was ich dann die letzten Tage gemacht habe, wie ich meinen Club, ja, verändert hat. Erstmal die Transferliste, das ist bestimmt interessant. Wie ihr seht, es klappt immer noch sehr gut, diese Fitness-Kartentrick, also den Spielerfitness für den Teamfitness anzubieten. Ihr seht es hier. Wir haben ein paar Spieler verkauft, ein paar Consumables. Wir haben, ihr erinnert euch noch an den Brahimi, den ich für 1500 und 1900 verkauft habe, oder gekauft habe. Die beiden habe ich für 9600 und 9700 verkauft und jetzt beiße ich mir umso mehr in den Arsch, dass ich mir nicht mehr gekauft habe, weil der Preis über 2000 ging. Man hätte hier einfach verfünffachen können, aber ja, schade. Aber immerhin, sag ich mal, haben wir 16.000 oder 15.000 mitgenommen. Hier wieder eine Spielerfitnesskarte. Ich habe für die SBC Money ein bisschen versucht zu investieren in Informs. Es hat nicht so geklappt. Ich habe noch einen anderen Inform gehabt, den habe ich abgestoßen. Ich habe insgesamt vielleicht 1.000 bis 1.500 Verlust gemacht, aber kann mal passieren. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, durch meinen Club gegangen. Ich habe Spieler aus der türkischen Liga, Argentinier, Brasilianer, die gehen ja momentan wegen den SBCs für was. Apropos SBCs, danke für euren kranken Feedback. Also ich sage euch hier noch erst, ich habe mir einen Tolisso damals geholt für 26.000. Ist dann natürlich, das ist auch eine Trading-Methode. Wenn man weiß, dass ein Spieler eine Special-Karte bekommt, zum Beispiel Want to Watch, kauft man ihn vorher, weil er ist danach nicht mehr im Pack. Das heißt, er wird automatisch steigen. Und ja, ich habe für 26.000 gekauft und für 34.000 verkauft. Und ich habe mir die Want-to-Watch-Karte geholt, die sehen wir aber später. Douglas Costa dasselbe, er war bei 20.000, ist auf 30.000 gestiegen, wegen der Want-to-Watch-Karte. Ich habe noch ein paar andere Sachen hier verkauft. Und wie gesagt, ja, ihr seht, ich bin ein bisschen durchgegangen, ein paar Sachen hier alles. Piatti habe ich noch hier in Argentinien für 4.300. Sonst, ja, ein paar Verträge verkauft noch und hier nochmal Spielerfitness, die für Teamfitnesspreise verkauft wurden. Und jetzt nochmal kurz anzusprechen, danke für den kranken Support. Also so viel Abo-Superzeit hatte ich seit Monaten nicht mehr. Auch die Klicks sind krank. Ich habe so viele Leute gute Kommentare gelesen, dass ich danke, ich habe wegen dir den und den gezogen, IPA gezogen, ich habe Ikone gezogen, selbst ein Kumpel von mir, ich zeige euch jetzt ein paar Screenshots, er hat einen SVC-Block gemacht und hat innerhalb von 5 Packs Walkout Alter Weird, das sind schon mal 30.000, er hat dann One-to-Watch Yamalenko gezogen, 100.000 Coins und dann hat er noch eine Ikone gezogen im Wert von über 200.000 Coins, heißt mit einem SVC-Block hat er 400k gemacht. Und dann gibt es natürlich auch noch Kandidaten, die meine Videos gucken, die SBC oder die generell einfach ihren Kopf nicht einschalten und dann anfangen zu beleidigen. Es sind sehr, sehr wenige gewesen, wirklich weniger als eine Handvoll und über, keine Ahnung, Dutzende von guten Kommentaren. Aber will ich trotzdem ansprechen, was soll ich machen, Freunde? Wenn ich das Video mache, natürlich verändert sich die Preise. Ihr müsst euch auch so gucken. Die Nachfrage steigt danach. Es gibt nicht nur so viele Spieler, dann steigen natürlich auch die Preise. Und es gibt Leute, hatet nicht mich, dass das nicht mehr so viel kostet, hatet die Leute, die Price fixen. Das ist doch nicht mein Fehler dann, Freunde. Deswegen, und es gibt auch Sachen, zum Beispiel, ich habe manche Teams gebaut im SCC. Da muss man nur kurz den Kopf einschalten. Zum Beispiel schreibt da einer, das klappt gar nicht, wie du es gebaut hast. Du siehst ganz genau, in der linken Verteidiger habe ich einen Rechtsverteidiger stehen. Bau einfach einen linken Verteidiger hin. Mein Rechtsverteidiger war ein Deutscher aus der Bundesliga. Es gibt so viele Linksverteidiger aus der Bundesliga, die deutsch sind. Ja? Ganz einfach gelöst. Und daher kommt der volle Chimie. Manchmal kurz vor den Kopf einschalten, bevor ihr einfach irgendeinen Kommentar schreibt. Und ohne Witz, ich wünsche, YouTube würde mal eine Funktion einstellen, dass ihr euch einstellen könnt, dass die Leute meine Videos nicht sehen können. Weil das sind Leute, die haten und am Ende merken die trotzdem, dass meine Variante die günstigste ist und werden später immer noch meine Videos gucken und von meinen Tipps profitieren. Und ich will aber, dass solche Leute davon nicht profitieren, weil die verdienst dich. Aber davon genug gelabert, jetzt habe ich ein bisschen wieder zu viel geplappert. Wir reden heute über Squad Battles. Was ist Squad Battles? Es ist sowas wie Food Champions als Offline-Mode. Was meiner Meinung nach sehr, sehr nice ist. Ihr seht hier die Belohnung. Ich bin momentan Elite 2. Wie habe ich es gemacht? Also ich habe es momentan locker gesehen. Ich hatte die letzte Woche gar kein festes Team gehabt. Ich baue mein Food Champions Team noch und ich werde jetzt, ich habe dann halt mit Fitness-Teams und
die ich gezogen habe, die Spieler gespielt und habe dann gegen die einfachen Gegner auf Weltklasse gespielt und gegen die schweren Gegner, wie zum Beispiel in einem Team mit Messi, den dicken Ronaldo, CR7, habe ich auf Pro gespielt, weil es da war es echt so schwer mit meinem Team. Ich brauche ein besseres Team. Ich will später auf jeden Fall noch mein Team upgraden und nochmal probieren, dann aber auf Weltklasse und Legende. Ihr seht hier, habe ich einmal Legende probiert hier. Man kriegt für 3-0 schon 2245 Punkte. Jetzt, wie sollte man das spielen? Man muss erstmal testen. Ihr müsst selber wissen, was ist eure Spielstärke. Meine Spielstärke ist zum Beispiel, momentan weiß ich, ich spiele Weltklasse. Gegen die einfachen Teams weiß ich jetzt auch langsam, wenn ich ein besseres Team habe später, kann ich auch auf Legende spielen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so machen, dass ich gegen die einfachen Teams auf Legende spiele und gegen die schweren Teams auf Weltklasse. Ich habe diese Weekend League jetzt eine Stufe niedriger gespielt. Also gegen die einfachen Teams habe ich auf Weltklasse gespielt und gegen schweren Teams auf Pro. Oder ist es Pro? Ich glaube, ein Zeichen drunter halt. Und das bringt euch in Elite-Rang. Das heißt, ihr könnt schon mal ausrechnen, wenn ihr legendär spielt und alle Spieler auf legendär spielt und gewinnt, könnt ihr mit Elite 1 oder Top 100 rechnen. Falls ihr, wie ich, sag ich mal, auf Weltklasse alles spielt, könnt ihr mit Elite rechnen. Eine Stufe drunter, wenn ihr zum Beispiel auf Pro spielt, könnt ihr wahrscheinlich mit Gold rechnen. Es sind, glaube ich, insgesamt, wenn wir hier sehen, wie viele Spiele, 45 Spiele, die wir machen können. Das heißt, wenn wir ausrechnen, ich glaube, 4 Spiele jeweils von Montag bis Freitag, das sind schon mal 20 Spiele und, glaube ich, 12 Spiele jeweils am Samstag und am Sonntag. Das heißt, wir kommen dann hier auf die 44 Spiele. 44 Spiele plus das Special Team. Zum Beispiel diese Woche war es ja Griezmann. Das heißt, jede Woche 45 Spiele verteilt. Ich werde es wahrscheinlich noch einmal probieren, aber wenn die Food Champions anfängt, werde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen und werde es nur unter der Woche spielen. Selbst wenn ich aber unter der Woche Elite-Rang schaffe oder Gold-Rang, Free, das ist sehr, sehr profitabel. Sagen wir, ich schaffe nur Elite 3, das sind 20.000 Coins und 3 Super-Packs. Ganz, ganz easy. Und was ich euch als Tipp geben sollte, wie macht ihr die meisten Punkte? Ich gebe euch jetzt eine Priorität, worauf ihr achten müsst. Am meisten Punkte gibt es für Tore schießen. Also das Wichtigste ist es für euch, das oberste Ziel sollte sein, 5 Tore zu schießen, weil dann ist das Maximum erreicht. Das heißt, 5 Tore und ihr kriegt die maximale Anzahl an Punktzahl für Tore schießen. Danach solltet ihr darauf achten, dass ihr kein Tor kassiert, weil es gibt einen Clean Sheet Bonus. Das heißt, kein Gegentor kassiert Bonus. Und wenn ihr ein Tor kassiert, ist der weg. Das heißt, das sind schon mal ein paar Punkte weg. Aber diese Punkte sind nicht so viel, wie wenn ihr ein Tor schießt. Das heißt, es ist wichtiger, dass ihr ein Tor schießt, als dass ihr kassiert. Aber wenn ihr kassiert, kriegt ihr sozusagen diese kein Gegentor-Bonus ist dann weg und ihr kriegt noch einen Punkt abgezogen dafür, dass ihr ein Tor kassiert habt. Als nächstes solltet ihr darauf achten, wenn ihr diese beiden Ziele geschafft habt, sagen wir, ihr führt jetzt 5-0, dann solltet ihr darauf achten, dass ihr 10 Schüsse aufs Tor schafft. Das ist dann auch auf Maximum 10, ist das Maximum, was ihr an Punkte holen könnt. Ich weiß nicht, wie viel das sind, aber das ist das Höchste. Danach solltet ihr dann darauf achten, dass ihr, glaube ich, Eckbälle raus. Also für 10 Eckbälle kriegt ihr auch Punkte, bis zu 10 Eckbällen. Danach ist wichtig, dass ihr Passgenauigkeit 80% habt oder über. Das gibt auch Punkte, glaube ich, 80 Punkte oder sowas. Und danach kommt die Ballbesitz. Genau, Ballbesitz ist, glaube ich, auf 60% gecapped. Ja, das ist so kriegt ihr die maximale Punktzahl. Also, und was empfehle ich euch, wie ihr spielt? Ihr müsst, wie gesagt, eure Spielstärke wissen, aber was ist wichtiger? Ist es wichtiger, dass ihr zum Beispiel auf Weltklasse 5-0 gewinnt oder auf Legendär 1-2-0 gewinnt? Ich zeige euch hier im Hintergrund ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch im Hintergrund was gezeigt habe. Das sind meine Spiele, die ich so gespielt habe. Da seht ihr meine Punkte. Es ist wichtiger, dass ihr auf einer höheren Stufe gewinnt. Wenn ihr auf einer höheren Stufe gewinnt, 1-0, kriegt ihr, glaube ich, fast so viele Punkte, wie wenn ihr eine Stufe runterspielt, aber das perfekt macht. Das heißt, ihr macht 5-0 mit 10 Torschüssen aufs Tor, 10 Eckbällen und Passgenauigkeit ist perfekt, dann kriegt ihr vielleicht minimal besser, als wenn ihr eine Stufe höher spielt und nur 1-0 gewinnt. Das heißt, wenn ihr zuversichtlich seid, dass ihr auf einem Level spielen könnt, wo ihr gewinnt, aber nicht hoch, sagen wir 1-2-3-0, ist es immer noch besser, als wenn ihr eine einfache Schwierigkeit spielt, wo ihr dann jedes Mal 5-6-7-8-0 gewinnt. Also das sind meine Tipps für Squad Battle, was ich jetzt so gelernt habe und was ich so auch gesehen und gelesen habe.
Und wie gesagt, gleich am Ende des Videos werde ich dann in 3,5 Stunden, vielleicht mache ich die Spiele noch, aber wahrscheinlich eher nicht, weil ihr seht, ich habe jetzt schon 42.000 Punkte. Die Grenze ist 36.500. Notfalls eine Stunde vorher werde ich noch ein Spiel machen, wenn es nicht reicht. Aber ich denke, es reicht. Und wir werden dann Elite 2 erreichen. Warum habe ich nicht Elite 1 geschafft? Weil ich am Anfang zu niedrig gespielt habe, noch kein gutes Team hatte. Ich habe, glaube ich, 8 oder 12 Spiele verpasst. Ich habe auf jeden Fall nicht alle Spiele gemacht. Ich glaube, 10 Spiele auf jeden Fall habe ich irgendwie verpasst. Das hätte auch einen Unterschied gemacht. Und ja, wie gesagt, Niederlagen. Ungefähr 9 Niederlagen habe ich in Squad Battle kassiert, von denen, die ich gespielt habe. Weil ich, wie gesagt, ich muss noch viel trainieren. Das ist noch nicht mein Spiel, muss ich sagen. Also ich muss da noch ein bisschen trainieren. Und für die Food Champions mich stark machen, das kann man, denke ich, gut unter der Woche spielen. Es lohnt sich mehr als Season, meiner Meinung nach, weil wenn ihr guckt, sag mal, ihr macht unter der Woche ein paar Spiele und ihr schafft Gold 2. Ihr kriegt dafür 13.000, ein Premium-Gold-Spielset und Jumbo-Premium-Gold-Set, ja. Das, wenn ihr die erste Liga gewinnt, kriegt ihr 15.000. Das ist, guck mal, die erste Liga zu gewinnen ist, denke ich, schwieriger als Gold 2 zu schaffen in Squad Battle. Deswegen ist es krass. Und was ich noch EA mal als was Gutes sagen will, ist, zum ersten Mal fühlt sich es macht Spaß, gegen Computer zu spielen. Es fühlt sich nicht mehr so wie früher an, wo du weißt, okay, wenn er so nur so und so spielst, kannst du den Computer besiegen. Die fühlt sich echt an, als würde gegen echte Gegner spielen. Das ist auf jeden Fall, was ich sagen muss, haben die gut gemacht. Das Gameplay ist noch, ja, ich weiß nicht, muss ich noch gucken. Also es ist noch nicht meins, aber ja, muss ich noch gucken. Es soll auch noch ein Patch rauskommen, deswegen schauen wir mal, wie es danach aussieht. Und wie gesagt, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir meine Elite 2 Packs bekommen. Bis gleich. So, Freunde, genau um 2 Uhr pünktlich hat EA die Packs rausgehauen. Also ihr seht hinten, Squad Battle abgeschlossen. Also das muss man ihnen lassen. Die bringen wenigstens die Belohnung bei Squad Battle pünktlich raus. Also wirklich eine Minute nachdem die abgelaufen ist, kriegst du deine Belohnung. Und wir sehen, hinten ist es ein Bug. Elite 1 habe ich nicht erreicht. Ich habe Elite 2 erreicht. Das sehen wir jetzt auch hier. Und wir kriegen 2 Megasets und 25.000 Coins. Das ist wirklich meiner Meinung nach nicht schlecht. Also dafür, dass ich offline ein bisschen üben konnte, kriege ich jetzt Packs im Wert von 70k plus 25k. Nehme ich gerne mit und wie ihr seht, wir machen ein Mini-Pack-Opening am Ende dieses Videos noch. Das sind Packs, die ich aus den La Cassette SBC noch bekommen habe. Die, ja, ich weiß nicht, ob das so empfehlenswert ist, aber. Und wir haben noch aus meinen Icon Edition, das ich vorbestellt habe, kriegen wir ja immer Team of the Week Light Set und 2 Jumbo Premium Gold Set. Die machen wir auch noch auf und dann würde ich sagen, wir fangen erstmal mit dem Gold Set an. Let's go! Was ziehen wir wenigstens Rare? Ja, wenigstens ein Rare-Spieler. Wer ist es? COM. Ja, Quintero. Nicht die Rede wert. Zum nächsten Pack. So, Freunde, wir machen als nächstes wahrscheinlich das Jumbo-Gold-Set auf. Come on, let's go, EA. Hau mal was raus. Demnächst kommt auf jeden Fall ein Video. Da habe ich eben aufgenommen. Ich habe einen Draft gespielt, aber nur, ich zeige euch nur die Belohnung. Ich habe eigentlich ein Workout gezogen, aber das werdet ihr demnächst sehen. Valencia ziehen wir. Er ist wahrscheinlich nichts wert. Hier ist auch sonst, glaube ich, nichts Besonderes, was wertvoll sein könnte zum nächsten Pack. So, als nächstes machen wir, denke ich mal, das Premium Gold Set auf. Mal schauen, haben wir Pack Luck oder nicht? Bis jetzt warten wir immer noch auf einen Leinwandspieler. Und diesmal ist es sogar ein Non-Rare. Alright. Skip, skip, skip. Okay, Freunde, nur Spieler-Set ist am Start, also wir machen langsam die bisschen schlechteren Packs alle durch. Gleich kommen die Big Boys, da hoffe ich natürlich auf einen Langweilspieler oder sogar ein Workout. Wieder Rare und das ist, hier er von Ajax, Ziyech. Könnte auch besser sein. So, Freunde, wir machen als nächstes 2 Spieler-Set aus, das habe ich, glaube ich, als irgendeine Belohnung für eine Aufgabe bekommen. Eventuell hier EA. Oh mein Gott, Non-Rare. So, jetzt kommen wir zu den Packs, die wir für die Vorbestellung bekommen haben. Ich mache mal direkt mein Team of the Week Pack auf. Vielleicht Messi. Dann, wenn es ein guter Spieler ist, mache ich vielleicht ein Video mit dem. Wenn es ein cooler Spieler ist, das sehen wir. Wer ist es? Deutschland? Wer ist Deutschland mal? Stürmer? Hä? Wer ist das? Bigalke? Ich glaube, der ist die Rede nicht wirklich wert. Das ist, glaube ich, dritte Liga.
Wow, dritte Liga, dafür so eine Karte. Nicht schlecht, mein Freund. Aber wie gesagt, nicht wirklich geil. Als nächstes die zwei Jumbo Premium Gold Set und dann machen wir ein Megaset noch auf. Und das war's dann vom Video. Dann werden wir auch sehen, ob es das einigermaßen gelohnt hat, Squad Battle zu spielen. Meiner Meinung nach, wenn ihr Zeit habt und sowieso zocken tut, lohnt es sich. Wir ziehen aus dem ersten Jumbo Premium Gold Set jetzt. Gegner. Naja. Ist da noch irgendwas anderes Gutes drin? Ja, Weißer ist ja eventuell noch was wert. Er ist, glaube ich, einer der besseren Außenverteidiger in der Bundesliga. Er ist noch was wert. 3000, immerhin nicht schlecht. Gegner, schauen wir mal ganz kurz. Ja, ist nichts wert. Okay, das war schade. So, nächstes Jumbo Premium Gold Set wird jetzt aufgemacht. Come on, EA. Ey, wir warten immer noch auf einen Leinwandspieler. Da sieht er einfach, wie viel Pech ich habe auch bei den Packs. Also, nicht mal ein Leinwandspieler und... Ist das deren Ernst? Jumbo Premium Gold und wir kriegen Non-Rare? Wow, EA. Wow. Wow. Einfach nur wow, Freunde. Krass, krass. Wenigstens zwei Team Fitness, aber wow, was ein schlechtes Pack. So, jetzt kommen wir zu den, ja, eigentlichen Packs, die Squad Battles. Packs. Zwei Megasets, wie gesagt, für Elite 2. Das ist, denke ich, nicht schlecht. Wir machen das erste auf. Beide sind zusammen 70k wert. Kriegen wir Packs im Wert von 70k? Das ist die Frage. Sieht nicht danach aus. Wir kriegen keine Leinwand, aber es könnte immer noch ein guter sein. Sakko. 81er. Wow, Freunde. 81er. Das ist, bitter eigentlich. Wenn wir ehrlich sind, das ist Bruno. 84 und non-rare. Das habe ich noch nie in irgendeinem FIFA gesehen. Und der Typ ist 2000 wert. Non-rare, krass. Und ist 84 rated. Das habe ich noch nie gesehen. Team Fitness 3 Stück, ja. Ja, es geht so, Freunde, es geht so, es geht so. So, Freunde, das allerletzte Pack für diese Episode. Mein allerletztes Megaset. Ich hoffe, jetzt kommt noch irgendwas, wo ich sage, es hat sich dann gelohnt. Bitte. Leinwand, bitte, Leinwand, bitte. Hey, keine Leinwände, Freunde. Wie gesagt, ihr wisst einfach, wie schlecht mein Pack lag. Ist Suarez. Der falsche, leider. Ist, glaube ich, der ist. Kann mir nicht vorstellen, dass er viel wert ist. Hier der normale Suarez. Blind, ja. Freunde, es sieht nicht gut aus. Suarez ist nochmal 2k eventuell wert. Und hier haben wir jetzt auch nicht wirklich was Geiles gezogen. Immerhin 3 Team Fitness und Heilungskarten, die bringen nochmal was. Das Trikot sieht auch nice aus. Aber ja, das war's vom Video, Freunde. Falls es gefallen hat und über die Informationen, die ihr über Squad Battle bekommen habt, falls sie hilfreich sind, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich wissen das einige, aber es gibt vielleicht auch einige unter euch, die wissen das nicht. Dann hat es ja schon mal einigen geholfen. Ja, und danke nochmal für den Support in der letzter Zeit. War echt krass. Wie gesagt, bald morgen oder übermorgen kommt noch ein Video, wo ich den ersten Workout gezogen habe aus dem Foodtruck-Belohnung. Lasst euch überraschen. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.